Such, weist der Zöllner die 5 Jahre alte Hündin Fee an. Und das tut sie auch mit Vergnügen und wird fündig. Doch was für sie Spiel und Spaß ist, ist für die Zöllner eine ernste Angelegenheit. Zwar sind die Beamten gut geschult, die Spürnase erschnüffelt Schmuggelware aber auch in den raffiniertesten Verstecken. Und das ist auch nötig, denn die Schmuggler werden immer einfallsreicher. Rauschgift wird immer und überall geschmuggelt. Es gibt aus unserer Sicht nichts, was es nicht gibt. Es wird zum Beispiel in einem Gürtel wird geschmuggelt, Rauschgift. Es wird im Körper geschmuggelt. Es wird in Notebooktaschen geschmuggelt. Es werden Seile genommen, die getränkt sind mit Kokainlösung. Insofern für uns als Zöllner und als Zollfahnder gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich. Auf seiner Jahrespressekonferenz zeigt der Zoll Frankfurt, welche Aufgriffe er im Jahr 2013 gemacht hat. Und da sind auch einige Raritäten mit dabei. Wie man unschwer erkennt, hängt hier ein Zahn dran, ist also ein Gebiss, in dem Fall aber von einem Tier, was man nicht zu Hause hat. Also kein Hund, auch keine Hauskatze, sondern tatsächlich ein afrikanischer Löwe. Das ist ein Gebiss oder zumindest Teile davon, Unterkiefer und Oberkiefer. Das sind so Raritäten, die man sich immer mal im Ausland gerne bestellt, auch übers Internet gerne. War in diesem Fall mit einem Postpaket gekommen aus USA. Das Tier muss also irgendwann vorher schon mal aus Afrika dann nach USA gelangt sein. Und hier ist es an einen Freund verschickt worden, einfach so als Souvenir oder als besonderes Geschenk. 526 Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen stellte der Zoll im vergangenen Jahr fest. Zwar sank die Zahl damit leicht gegenüber 538 Aufgriffen im Vorjahr. Insgesamt wurden 2013 aber deutlich mehr Einzelexemplare sichergestellt. Neben dem Schmuggel lebender und toter Tiere ist auch ein Anstieg der Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz zu verzeichnen. Am meisten bereitet uns Sorgen einmal die Entwicklung bei den Anabolikern und Dopingmitteln, weil die halt sehr gefährlich sind. Die sind für den Anwender, für den Konsumenten. Die Personen wissen nicht, was sich damit antun. Sie wissen zum Teil nicht, was sie da zu sich nehmen. Und das Gleiche im Bereich der Betäubungsmittel, der synthetischen Betäubungsmittel, Designerdrogen. Auch da sind die Konsumenten letztendlich die Versuchskaninchen der illegalen Hersteller, da nicht bekannt ist, den Konsumenten nicht bekannt ist, was die Substanzen enthalten und was er sich letztendlich antut damit. Im vergangenen Jahr wurden 963 Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von 22 Millionen Euro konfisziert. Lediglich bei weichen Drogen wie Haschisch oder Marihuana konnte ein Rückgang verzeichnet werden. Die Hörner eines afrikanischen Nashorns, 2 präparierte Tejus und eine große Menge Marihuana zählen sicherlich zu den spektakulärsten Funden aus dem Jahr 2013. Um den Wert geht es dem Zoll aber gar nicht. Es geht mir nicht um die Größe und um die Anzahl, sondern es geht mir um jeden einzelnen Aufgriff. Jeder einzelne Aufgriff ist wichtig. Und deshalb müssen die Zöllner auch immer die Augen offen halten. Denn selbst in der harmlosesten Puppe können gefährliche Drogen versteckt sein.